Wunderbar, könnt ihr mich alle hören? Nee. Wer sagt nee? Ich. Komm hierher. Ich habe Mikro an, da darf ich nicht so laut reden. Hörst du jetzt besser? Jawohl. Ja, boah, guck mal hier. Hast du gedient? Jawohl. Sehr gut. Wer hat alles gedient? Hier. Was mit dir? Jawohl. Ja, dann heb die Hand. Ach, hast nicht gedient? Raus. Mein wunderbarer Ausbilder Schmidt, mein Name. Herzlich willkommen zur Comedy-Brauerei-Führung. Wir werden hoffentlich eine Menge Spaß haben, uns ein paar Sachen angucken. Und nach unserer kleinen Führung geht es noch ins Brauhaus. Da gibt es was zu essen, was zu trinken. Und dann noch ein bisschen Unterhaltung mit Ausbilder Schmidt. Das bin ich. Und es ist so, normalerweise beim Appell, bevor es losgeht, wird gesungen. Doch dank unserer Verteidigungsministerin gibt es da Probleme. Westerwald verboten, Schwarzbraun ist die Haselnuss verboten, alle meine Händchen verboten. Deswegen singen wir ein Lied, das kennt ihr alle, da könnt ihr gleich mit einstimmen. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine. Reicht! Frank, wäre schön, wenn du bei den Männern mitmachst. So. Also, Männer aus, das ist streng zu uns, die Mädels wir auch. Wir fangen an, die Männer auf 3, 1, 2. Aus, sind das ein streng zu uns. Die Mädels! Miau! Miau, miau, ja! Und auf geht's! Wir sind ja hier im Sudhaus. Hier wird die Stammwürze hergestellt. Und was brauchen wir für eine gute Stammwürze? Malz, Hopfen habe ich hier. Wer will, nicht probieren, aber ich gebe es gerne mal rum. Kann man mal anfassen, aber nicht essen. Das ist ein Geschmack, den kriegt ihr 10 Jahre nicht mehr aus dem Mund. Die Kürner Brauerei, gegründet im Jahre 1798. Wer jetzt rechnen kann, der weiß, dieses Jahr 219 Jahre alt. 1798, was war da noch? Keine Abiturienten dabei. Sehr gut. Die Französische Revolution, jawohl, sehr gut. Wir Deutschen mögen ja die Franzosen. Naja. Warum sind französische Pornos so kurz? Die können die Stellung nicht halten. So. Hast du auch verstanden jetzt? Ja. Wir sind im Sohnwald, totenstill. Nur ein Käuzchen. Ich erschieße es nachher, hat keinen Zweck. Ich trat auf einen Fisch, verarscht. Und ich trat auf ein Käuzchen. Applaus für Frank Käuzchen tot. Wunderbar. Ja, wie gesagt, hier sind wir im Sudhaus. Jetzt gehen wir rüber in den Gärkeller, wo das Bier gegärt wird. Und da werden wir dann auch gleich zwickeln. Da gibt es schon mal den ersten Schluck. Und ist schön warm hier, ne? So wie in der Sauna. Um es mit den Worten von Luise Kuschinski zu sagen, scheiß die Wand, das ist dann lecker. ihr dürft gleich hier eine Runde zwickeln. Das heißt, jeder darf selber zapfen. Wir sind viele Leute, deswegen wäre es ganz nett, wenn ihr so ein bisschen draufhalten könntet. Nicht nervös werden, ich stehe direkt dabei. Und damit es ein richtiger Spaß ist, macht natürlich jeder bei mir erstmal eine Meldung. Und zwar, wer gedient hat, sagt seinen Dienstgrad und Nachnamen. Wer nicht gedient hat, sagt Lusche und sein Vornamen. Kriegt er das hin? Nee. Jawohl, ist richtig. Ja. Gut, dann würde ich sagen, die ersten stehen schon da. Habe ich schon gesagt, es geht los? Nein. Guck mal, ja. So, jetzt machst du erstmal Meldung. Hast du zugehört eben? Ja. Genau, also, hast du gedient oder nicht gedient? Nein. Gut, dann sagst du Lusche und dann dein Vornamen und ich grüße den Ausbilder.
Klose, Florian, ich grüße den Ausbruch. Geht doch! Applaus für den jungen Mann hier! Oberfeldwebel, ja. Ja, herrlich! Große Oberfeldwebel! Danke, Speyer. Jawohl! Prost! Kommt doch! Bartnik! Fass rein! Bartnik! Fass leer! Lusche Waldraut! Lusche Waldraut, Prost!